das ist jetzt nicht gerade meine Aufgabe, aber wenn das schon mal da ist, ne? Ich glaube, das war ein Rebellenfahrzeug. Entschuldigung. Aber mir tut's, das tut mir nicht leid. So, Panzer ist doch echt am einfachsten. Meine Güte, was ist denn hier los? Ich fahr hier mal rein. Guten Tag, oh. So. Na, dann kommt man mal dazu, einen Panzer zu haben. Eigentlich das Fahrzeug. So. Was denn jetzt los? So, sonst noch irgendwo was? Außer der da. Entschuldigung, Baum, es tut mir leid. Oh, der fällt hier auseinander. So, die Statue. So, ist lang. Zack, bis bald. Bitte. Rico, Sheldons Pilot hat mich gerade abgeholt. Es gibt ein Problem. Wir kommen zu dir. Fehlgeleiteten Propheten. So. Was ist jetzt das Problem? Jetzt haben wir erstmal die Leute zurückgeschlagen, aber jetzt kommen schon wieder irgendwelche neuen Probleme. Das ist furchtbar. Das Spiel besteht nur aus Problemen. Ich möchte einfach mal durch eine Blumenwiese tollen. Gott. Bin ich der Einzige, der das möchte? Ich hoffe schon. Die Rakete muss Ausfallsicherungen haben. Versuche Überbrückung. Dima, tut mir leid wegen vorhin. Überbrücken. Sicherheitsprotokolle überbrücken. Oh, Sinos Codes sind ungültig. Die Ravello hat gewusst, dass er ihm nicht trauen kann. Nicht gut. Start wirklich? Das ist ganz unwahrscheinlich. Ganz unmöglich. Oh, Scheiße. Dima. Start sehr wahrscheinlich. Nicht unvermeidbar. Alter. Kannst du auch jetzt hier nicht so mehr... Hast du Zeit für eine Heldentat? Nee. Ja, aber Heldentaten sind meine Spezialität. Ja, na gut. Wenn du sagst, erreiche die Rakete. Wohin hin? Hallo? Einmal kurz auf die Karte gucken. Ah, hinter mir. Oder unter mir, oder Apfelbier oder so. So. Sehr logisch. Rico, das Ziel der Rakete ist die Provinz Baia. Bei einem Einschlag sterben Tausende. Da hat sie recht. Diese perfekte Rakete. Merken Sie sich meine Stimme, Rico Rodriguez. Ich kannte Sie mal. Heute sind Sie nur noch ein Opfer für die reinigende Flamme. Leben Sie wohl, Rodriguez. Aber Nico, wir brauchen diese Rakete. Kannst du sie über dem Meer abstürzen lassen? Nein, Schatz, es gibt kein Wir auf dieser perfekten Rakete. Jetzt wird's interessant. Geändert. Faszinierend. Ach, da ist sie jetzt eingeschlagen. Kinderspiel. Alter. Rico, du bist unglaublich. Das müssen wir feiern. Nein, das war erst der Anfang, Mario. Ja, kein bisschen übertrieben. Dinios Philosoph H. Was habe ich?
Diese Waffe ist jetzt freigeschaltet und wird in den sehe ich das richtig? Der wirft Bomben ab? Ja. Geil. Ja, schön hier oben. Gehört uns jetzt alles? Nö. Hui. Was ein Action, ne? Was eine Action. Da muss ich jetzt hin. Wegpunkt setzen. So, wo ist das? Rico, oh, das ist wirklich wichtig. Wir müssen uns sofort treffen. Von Kühen und Wein. Ja, das klingt natürlich sehr wichtig. So. So. Ich nehme die Kuh, du das Wein. Du das Wein, genau. Was hat die denn? Was ist das, der... War die Ravello hier oben? Das ist irgendwie die Ravello-Essen. Na gut, starten wir mal die Mission. Ich will einen Monster Truck. Mario! Warum habe ich keinen Monster Truck? Was ist so wichtig? Mario! Wo steckst du? Er ist die Kuh. Er ist doch jetzt nicht wirklich die Kuh, oder? Oh, nein. Ich bin in eine Kuh verwandelt worden. Nur der Kuss eines Prinzen kann Murio befreien. Da bin ich aber froh, dass ich kein Prinz bin. Bitte küss mein Kuhgesicht. Nein. Rico. Nein. Wo steckst du? Sag mir, wo du steckst, damit ich dich umbringen kann. Nur dein Kuss offenbart die Wahrheit. Ich dreh dir den Hals um, verdammt. Was ist das denn? Er hat die Kuh geküsst. Hey Jungs, Rico hat die Kuh geküsst. Du bist nicht mehr mein bester Freund. Stell dich nicht so an. Wir sind unten auf dem Weinberg, auf dem immer die Muvelo Spezialrebe angebaut wurde. Für Murio mache ich doch alles. Du blöde Kuh. Tut mir leid, Rico, aber das war total witzig. Du hast eine Kuh geküsst. Ich hab die auch gerade getötet. Irgendwann bring ich dich um, Mario. Tut mir leid. Naja, aber sie hat mich vergewaltigt quasi. Oh, hätten wir ihn mal bei der einen Mission sterben lassen, ne? Dann wäre uns dieses ganze Kuhknutschen erspart geblieben. Ist ja quasi wie in Indien hier, ne? Kühe küssen, die Ravello, die Sprache. Das meine ich Indisch, was wir hier reden, ne? Bestimmt. Da ich es nicht verstehe und ich kein Indisch verstehe, muss es so sein. Ist das hier Flugplatz? Müssen wir diesen Flugplatz einnehmen? Ich habe einen Flugplatz gefunden. Ich möchte den Flugplatz einnehmen. Hier sind Flugzeuge. Okay. Bevor. Geht ja gar nicht. Wir müssen natürlich erstmal das hier zerstören. Also ich meine, den Flugplatz dürfen die nicht behalten. Ist ja verständlich, ne? Kommandant. Kommandant. So. Feindliches Fahrzeug zerstört. Ja, das war ich auf jeden Fall nicht. Bumm. Ja! Vorsicht! Vorsicht! Entschuldigung! War absolut nicht mein Fehler. Ja, auch kaputt. Müssen wir das hier überhaupt einnehmen? Ich sehe gar kein Einnehmzeichen. Hab ich jetzt einfach umsonst Potima? Ich wollte gar nicht. Hier oben ist noch. Ja, eingenommen. Infrapoundflug. Oha, fliegen. Pistolentraining. Das brauche ich nicht. Eine von vier Ansiedlungen befreit. Schön. Und Munition. Das ist ja noch schöner.
Sehr gut. Okay. Einmal mal auf dem Weg kann man sowas ja mal machen, ne? Ich meine, Hilfe, Blumen. Hilfe, Lavendel. Vorsicht. Ich komme. Kolonel, Mann! Das ist ein Truck mit der privaten Reserve des Generals. Okay, erstmal muss ich gucken, was hier so. Da hinten. Ach, das ist so ein Rebellenschrein. Rico, hierher, in den Truck. Ja. Der Truck da ist mit der privaten Reserve des Generals beladen. Ja, sein Erkulat oder was ist da drinne? So. Wein? Nicht irgendein Wein. Das ist der. Ach du Scheiße. Mario Frigo, der alkoholischen Getränke. Ich glaube, der ist schon ziemlich besoffen, kann das sein? Oha, liefer so viele Fässer wie möglich. Ah! Ja schon deinen auf dem Fließ. Rico, bitte, du bringst uns um, fahr vorsichtiger. Ja, Entschuldigung. Ich hatte schon deinen Ritt auf dem Flieger, krass. Aber auf einer Rakete. Ja, kannst mal sehen, wa? Mann, ich werde nie auf einer Rakete reiten. Selbst wenn ich 200 werde, werde ich nie sowas Cooles machen. Kann sich gleich mal auf meine Rakete setzen, Alter. Auf einer Rakete reiten ist ziemlich cool. So. Jetzt habe ich aber schon eine Wein. Der Wein ist gut, Primo-Qualität. Der General weiß, was schmeckt. Er lagert ihn in Holzfässern statt in Öltonnen. Entschuldigung. Was für ein Fusel kippen Sie in Ölfässer? No, den ganz schlechten. Hab ihn selbst probiert. Was ist denn da unten schon wieder los? Ein Auto. Jetzt muss ich da durch dieses Flammenmeer fahren? Okay, ich hin. Okay, das war nix, ne? Hier ist was los. So, dafür, dass wir hier gerade den General vertrieben haben, explodieren hier ganz schön viele Fahrzeuge. So, wo? Ich mag das. Ist ein bisschen wie Stockcar-Rennen. Echt? Das ist jetzt wie Stockcar-Rennen? Ich bin froh, dass du die DRM abgehängt hast. Aber wegen der irren Automobilistas-Hilfe schütten wir noch den schönen Vino. Ja. Entspann dich, Mario. Das sind mindestens 400 Gallonen Wein hier. Wie viel ist das in Litern? Eine Menge. Weg da. Was ist denn hier los, du? Vorsicht. So. Ungeschoren davongekommen von diesem brennenden Truck. Mit den ganzen furchtbaren Autofahrern hier. Wie in Indien. Vorsicht, Vorsicht. So. So, Vorsicht. Mann. Mal hier, wie die Auto fahren. Die fahren hinten ruf und rammen hier und rammen da. Vorsicht, Sportwagen. Vorsicht, falsch gefahren. Ah, jetzt fährt er auch noch falsch. Das ist auch. Das ist auch einer, ne? Muss man diesen alten Schinken hier wenden. Ja, ja, fahrt ihr mal wieder, wie ihr wollt. Ich hab hier ganz. Hä? So, ich bin schon dran vorbeigefahren, oder was? Ja, die ganzen brennenden Autos lenken mich ab. Kann auch nichts für. Genau, jetzt kurz vor Ende nochmal alles runterhauen. So, die wichtigste Mission geschafft. Also dafür, dass wir gerade eine Region befreit haben, ist hier ziemlich wenig Party. Ich meine, wir haben gerade den General besiegt. Das ist. Ich habe mir ein bisschen mehr Party erhofft. So, Mission abgeschlossen von Kühen und Wein. Hey Rico, die Ravellos Leute sind seit deinem Ritt auf der Rakete hinter deiner Freundin Dima her. Da braut sich was zusammen, Hombre. Wir treffen uns bei diesem Leuchtturm. Ja, aber ich habe da oben erstmal was entdeckt, was ich noch kaputt machen muss. Das ist ein Wasserturm. Ein Wasserturm muss man kaputt machen, oder? Müssen ja auch ein bisschen einnehmen, ne? Ja, das kriegt man ja wohl hin, wa? Vorsicht! Das könnte Ärger geben. Hier gibt es nirgends. Hier gibt es keinen Ärger, hier gibt es nur Freunde, ne?
Willst du mit einem Raketenwerfer hier aus dieser Entfernung auf mich schießen? Bist du bekloppt oder was? Hast du denn geraucht? Ja, okay. Vielleicht mit zwei. War ich nicht. Okay. Dann schießen wir jetzt schon wieder nicht. Alle Einheiten hierher. Puh, Entschuldigung. Kein Problem. Potenz? Das ist super. Ich weiß nicht, warum ihr mir das sagt, aber Potenz. Gut. Weil der Mario möchte gerne auf einer Rakete reiten. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Ich bin hier schon wieder auf die Fresse. Ich hau mal kurz ab. Irgendwie lief das gerade nicht sehr sonderlich. So. Oh, schön, ballern sich schon selber ab. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Nein, bitte nicht. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Nein, bitte nicht. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Hui. So, der Kraft. Jetzt kann ich das hier nehmen. Warte. Au! Was schießt der denn hier wieder? Ah. Sag ich jetzt mal nichts zu, ne? Blöde Sau. So. So. Gut. Radar ist auch weg. So, dann gehen wir mal wieder auf die Uzzis und dann hampeln wir da drin. Ey, was ist denn los, Jungs? Meine Güte, der kann auf jeden Fall auf großer Höhe runterfallen. Ich will sie nicht hören. Was machen Sie? Eingenommen, Guardia Feno 2. Was so ein Feuerchen ausmacht. Sehr gut. Da vorne sind. Oh, da kriege ich ja gleich wieder. Oh, hey. So, Munition ist wieder aufgefüllt. So. Hey, kriege ich ein Autogramm? Oder einen Tandemsprung? Nö. Keine Zeit für so ein Gezubbel wie dich. So, wo sollten wir hin? Was sollten wir tun? Ach, da ist so ein Leuchtturm. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was man... Das hier wäre ja eigentlich noch, ne? Siam Leon. Sender. Oh, da war ich noch. Ist noch gar nicht alles fertig. Boah, eigentlich können wir es hier schnell einnehmen, oder? Panzerrebellenabwurf. Das nehmen wir erstmal ein. Dann machen wir sogar Schnellreise, weil wir so schnell sind? Sagt man schnell? Gut, das nehmen wir natürlich erstmal ein. Hopp, 2, 3. So. Attacke. Attacke. Ah. Okay, gehen wir. So, erstmal müssen wir das hacken. Gut. Nein, wir wollen jetzt nicht damit abfallen. So. Ah, da ist ja sogar was, was wir... Ach, hier ist ja noch jede Menge, was wir kaputt machen müssen.
Stirbst du mal? Danke. Nicht unbedingt. Nimm mal das Radar mit. Vorsicht! Ich hab Vorsicht gesagt, der wollte mich hören. Ich wollte das Radar mitnehmen. So. Was ist denn da los? Ach man, das gibt's ja gar nicht. So ungeschickt. Zieh an.